Genossen, ich muss Ihnen nicht sagen, dass der Kalte Krieg immer heißer wird. Und genau deshalb brauchen wir die Pershing II. Der sowjetische Geheimdienst ist und bleibt unsere beste Waffe. Das Biest könnte damit geköpft werden. Dass diese Rakete aus Westdeutschland so schnell in Moskau wären, dass wir keine Zeit mehr haben zu reagieren. 10 Minutes to impact, gentlemen. 10 Minutes. Boom! Hast du etwas Zeit für mich? Sind Sie bereit, der Partei alles zu opfern? Ja. Es geht um einen wichtigeren Posten. Im Westen. Ich mach das nicht. Es geht für euch nicht im Westen. Du wirst die Identität einer real existierenden Person annehmen. Du gehst verdeckt zur Bundeswehr. Dein Name ist Moritz Stark. Die Amerikaner planen einen Angriff. Du musst herausfinden, wann. Was mache ich jetzt damit? Soll ich mir in den Arsch stecken oder wie? Steck sie in einen Personal Computer. Das ist die Zukunft, Genosse. Das ist echt cool. Sagen Sie nicht cool. Okay. Sagen Sie auch nicht okay. Die größte Friedensdemo, die Deutschland je gesehen hat. Die Friedensbewegung ist nichts weiter als eine groß angelegte, von den Kommunisten finanzierte Propagandaveranstaltung. Allein hier in Bonn erwarten wir 500.000 Demonstranten. Ich will den Frieden ganz genauso wie du. Du tust jetzt, was dir gesagt wird, ist das klar? Ich muss zu Annette und ich muss zu meiner Mutter. Ich kümmere mich um sie. Wie heißt sie? Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, damit es Deutschland besser geht. Ich meine ihren echten Namen, den sie zu Hause in der DDR. In Frieden, in Freiheit, in Sicherheit. Du bist der Spion. Oder Moritz? Wenn ihr mal zeigen, was gewalt ist. Menschen unter Kontrolle bringen! Verstehen Sie das? Ihr seid ja voll in der Scheiße, was soll ich denn machen? Donald Reagan ist ein arroganter Idiot. Eine Einladung am besten, sofort zurückzuschlagen. Und arrogante Idioten sind gefährlich. Scheiß Kommunist.